Lieben, da bin ich mit dem versprochenen Rossmann Haul. Ich bin wieder ein bisschen eskaliert. Ich habe keine Tasche. Ich habe alles hier in meinen Brotkorb reingepackt. Wie der Schwabe sagt, von allem Ebbes ist dabei. Entschuldigung, und wir fangen direkt mal an mit einer Sache, die ich im Winter wirklich total gerne und eigentlich auch jeden Abend mache, ist nämlich mit Tee. Habe ich diese beiden Sachen hier erwischt. Und zwar einmal, das ist beides limitiert, sehe ich gerade. Lebkuchensterne. Ich liebe, liebe Lebkuchen und ich mag den Geruch und alles, wenn an Weihnachten nach Lebkuchen riecht. Das ist total meins, finde ich super gut. Dann habe ich hier noch einen Früchtetee mit Orangenzimt und Mandelgeschmack. Das ist Winterfreude. Ich mag ja diese losen Tees von King's Crown echt total gerne, weil die sind wirklich günstig und schmecken unfassbar gut. Und ich habe ja so einen Wasserkocher mit Tee-Einsatz und ihr könnt das also locker 2-3 Mal aufbrühen und es schmeckt immer noch sehr intensiv und lecker. Die beiden Schätze durften mit, einfach weil ich von diesen Teebeutelgeschichten ein bisschen weg wollte, weil ich einfach gemerkt habe, diese losen Dinger sind um Längen besser. Dann konnte ich nicht dran vorbei, diese Spültücher oder Haushaltstücher zu ergattern mit dem kleinen Fuchs drauf. Die gab es auch als Bodentücher und ich habe mir gedacht, oh wie süß, da ist ein Fuchs drauf, ich brauche das. Und genau deswegen habe ich es gekauft, ich habe genug Zeug zum Putzen, aber das hat halt jetzt mit müssen. Dann bin ich noch so einer Verpackung verfallen. Und zwar habe ich hier von Fahr dieses Set gesehen mit dem Täschchen. Und ich hatte, bis ich es vorhin quasi ausgepackt habe, nicht dran gerochen, wie dieses Duschgel und das Deo riecht, weil ich einfach nur diese Tasche haben wollte. Weil ich es ganz süß finde hier mit dem Gold dran und mit diesem Knöpfchen. Die könnt ihr so aufmachen. Dann habt ihr da so ein bisschen andere Form von dem Teil. Und passt relativ viel rein. Und ja, wollte ich unbedingt haben. Mein Täschchen von hat man meistens wirklich völlig ausreichend und genug, aber das hat es jetzt sein müssen. Und da sind diese beiden Sachen drin gewesen, diese Duschcreme und das Deo ohne Alu, also ohne Aluminiumsalze, wenn man genau nimmt. Ich habe es, wie gesagt, vorher nicht dran gerochen und ich muss sagen, der Geruch fällt mir unfassbar gut. Wenn es ein Parfum davon geben würde, wäre das genau meins. Das riecht sehr erwachsen und edel und ich fand es super gut und habe mich gefreut. Ich glaube, das Ding hat auch echt nur 7 oder 8 € gekostet. Von dem her freue ich mich da total drüber und habe mir das gegönnt. So, dann habe ich ganz langweilig einen Zungenreiniger. Mal Erkältungszeit, Zungenreiniger sollte man auch alle paar Wochen mal wechseln. Finde ich persönlich sehr, sehr gut, sich die Zunge zu reinigen. Nicht aus dem Aspekt, dass ich es meinen Patienten empfehle, sondern einfach, ich merke, wenn ich das öfters mache, werde ich tatsächlich weniger krank. Dann habe ich hier noch Augen-Make-up-Entferner geholt. Den hier mit Öl, den kennt ihr. Das hat jetzt alles neue Designs gekriegt, die mich auf jeden Fall mehr ansprechen wie die alten Designs. Weil das alte, fand ich, war immer so ein bisschen, weiß ich, das hat mich immer so an die 80er, 90er erinnert. So also Wash-and-Go-mäßig, so voll langweilig halt, aber das spricht mich sehr an, vor allem gefällt mir das optisch mit dem Öl. Den habe ich mir 2-mal nachgekauft. Ich hätte ihn wahrscheinlich 4 oder 5 Mal mitgenommen, aber den gab es leider nicht mehr. Und dann habe ich hier den noch mit Micellengeschichte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den mal ausprobiert habe oder nicht mit dieser Micellengeschichte, aber ich habe gedacht, komm, bevor du jetzt wieder eine Weltreise machen musst zum Rossmann, nimmst du halt den noch mit. Dann habe ich noch mitgenommen dieses Clean and Care Gesichtswasser. Da ist kein Alkohol drin. Auch da hat mich einfach die Verpackung angesprochen. Kann natürlich sein, dass ich das schon mal ausprobiert habe, die Formulierung gleich ist oder was auch immer. Aber die Verpackung hat es halt gemacht. Hier hat sich noch was von Balea reingeschlichen von DM. Und zwar dieses Toffee Love Jeden Tag Shampoo. Ich liebe den Geruch von Karamell. Auch das ist so eine Sache, die mich an Weihnachten erinnert, die ich wirklich... Oh, das riecht so unfassbar lecker und süß, wenn es das als Raumduft geben würde. Erinnert mich jedenfalls an Weihnachten und ich musste mir das holen. Allerdings bin ich so eine, ich rieche das furchtbar gerne. Ich mag aber kein Karamell. Ist nicht so meins. So ein Mars Snickers oder wo immer das drin ist, ist es okay, aber dann reicht es. Also so Karamellbonbons, nein. Und jetzt, liebe Damen und Herren oder wer auch immer zusieht, ich bin ein bisschen eskaliert. Ich habe, wie viel sind denn das? 5 Duschgele, also eigentlich 6 mit dem mit Fahr mitgerechnet, gekauft, weil, ich weiß auch nicht, Duschgele, ich kaufe Duschgele, das ist, glaube ich, das meistgekaufte Produkt bei mir in der Drogerie. Ich kaufe das und ich brauche es ja auch auf, ich wasche auch meine Pinsel damit, auch wenn ich nicht jedes Duschgel nach einer Weile noch so ansprechend finde, aber
da hat es mich wirklich völlig überkommen. Ich stand vor dem Regal und habe gedacht, ah, jetzt bist du bei Rossmann, jetzt musst du wieder voll einkaufen. Alles rein in den Magen. Ich habe gesehen, limitierte Edition, Herzenswärme mit Kirschlakritz. Lakritz ist nicht so meins, aber Kirsch könnte es sein. Und das riecht meiner Meinung nach wirklich schön nach Sauerkirschen, so ein bisschen marmeladenmäßig. Finde ich sehr, sehr cool, freue ich mich drauf. Dann war hier Lovely Winter mit Vanille und Tabakblütenduft. Ich habe allerdings Tabakblüte, keine Vorstellung, wie das riechen soll. Und ich dachte erst, ich habe nicht richtig geguckt, ich dachte so von der Aufmachung her, dass es das vom letzten Jahr war mit diesem Schneewittchen-Dings da, was auch nach Vanille gerochen hat. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht sogar der gleiche Duft ist. Aber es riecht so ein bisschen kirschvanillig. Keine Ahnung, ich bin mit Düfte beschreibende Vollniete, aber ich finde es sehr, sehr gut. Dann habe ich Herzenswärme, Cozy Dreams, Sandelholz und Mandarine. Ich finde, man könnte ruhig mehr Sachen mit Mandarine machen, weil Orange ist immer so, ja, kennt man, mag man. Und Mandarine ist nochmal so ein bisschen süßer und weihnachtlicher. Und das riecht unfassbar frisch. Also das wäre eigentlich auch eher sowas für den Frühling, würde ich sagen. Den habe ich noch mitgenommen. Sweet and Salty, kandiertem orangengesalzenen Karamellduft. Also ich habe die ganzen limitierten Sachen mitgenommen. Das riecht fast noch besser als das andere. Auch sehr frisch durch die Orangen- und Zitrusgeschichte. Und dann habe ich eins gekauft und ich werde mir davon auf jeden Fall noch mehr holen. Das ist dieses Macaron-Duschgel. Da spricht mich erstmal die Verpackung an, weil die super, super süß ist. Limitierte Edition. Und wo ich da dran gerochen habe, das riecht für mich original wie diese Süßigkeit. Aber original. Das riecht so unfassbar lecker und süß. Also wenn ich das, glaube ich, weiß ich nicht, im Wasser auflösen stehen lässt, würden alle denken, ich habe gebacken. Und da freue ich mich besonders drüber, damit zu duschen. Aber erstmal den anderen Scheiß aufbrauchen, was man noch so hat. Und zu guter Letzt habe ich mir, ich habe die vor einigen Jahren schon gehabt, diese Reinigungsbürste. Damals war die allerdings noch grün. Ich hätte ja gern diese Clarisonic-Bürste. Ich habe ja in sich keine schlechte Haut. Also ich bin ich ehrlich, hormonell eingestellt mit einer Pille. Einfach aus dem Grund, weil ich unter zystischer Akne leide. Sonst, ich muss mir das Gesicht aufschneiden lassen. Ich war beim Friseur, sage ich schon, bei der Kosmetikerin Elle Furzlang, wie der Schwabe sagt. Habe mich aufschneiden lassen beim Hautarzt und. Habe damals diese Bürste genommen und die hat mir auf jeden Fall geholfen, das Make-up besser runterzunehmen. Und jetzt hatte ich einfach mal wieder Bock auf so ein bisschen Gesichtsverwöhnen, sage ich mal, und habe mir gedacht, komm, für, ich glaube, 13 Euro oder 14 Euro kostet das Ding oder sogar weniger, nimmst du das mal mit. Komm raus, da ist noch verpackt. Und ich habe mir gedacht, komm, für 13, 14 Euro ist das in Ordnung, weil wenn du dir halt dann doch so eine Clarisonic kaufst, ist die Frage, benutzt du es und bringt dir dieses teure Teil was? Und so sieht das aus. Damals, wo ich das Grüne hatte, hat es noch so ein Kunststoff-Reisetui oder Verpackung gehabt. Das ist in Ordnung für mich. Jetzt ist da so ein kleiner Samtbeutel mit drin. Ist auch in Ordnung für mich. Also spart vielleicht Platz im Koffer, wenn man es mitnehmen möchte. Gut, das war kurz und schmerzlos mein Rossmann-Haul. Ich glaube, oder ich hoffe, euch hat es gefallen. Auch wenn es so ziemlich dasselbe ist wie immer, was man halt so kauft. Aber ich muss ja wieder kaufen, damit ich wieder brav für euch aufbrauchen kann. Und wenn ich jetzt noch viel Zeit habe und Lust, werde ich jetzt noch den Primark-Haul abdrehen. Da bin ich auch noch ein bisschen eskaliert, obwohl ich nichts brauche. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Ihr macht das ja auch alle. Ich wünsche euch was. Macht's gut.